Hey Leute, ich bin's wieder, eure Mavi, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Boom! Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute gibt es mal eine richtig... Mavi? Was? Sind deine Zuschauer jetzt schwerhörig geworden? Nein, ich will nur ein bisschen Pep in meine Ansage reinbringen. Jetzt heute gibt es ein mega cooles Video, nämlich habe ich heute eine morgens, mittags, abends eine ganze 24-Stunden-Routine für euch gefilmt. Natürlich habe ich nicht gefilmt, wie ich schlafe. Das wäre ein bisschen zu langweilig für euch. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefällt. Lasst mir unbedingt dann einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert sehr gerne meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen. Dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Falls die Kommentarfunktion mal wieder nicht funktionieren sollte, könnt ihr mir gerne über den Community-Tab schreiben. Da lese ich auf jeden Fall eure Kommis und kann euch auch antworten. Und dann würde ich sagen, let's jump into the video. Woo! Das Schönste am Wochenende ist ja wohl das Ausschlafen. Schreibt mir mal in die Kommis, wie lange ihr denn immer so schlaft, falls die Kommis denn funktionieren sollten. Also ich werde meistens so gegen 9 Uhr wach. Abends mache ich meine Rollladen nicht immer ganz runter, weil ich es total schön finde, wenn die Sonne so durch die Jalousien scheint. Irgendwann schaffe ich es dann auch mal aufzustehen. Mache die Rolllade ganz hoch. Doch weil es im Bett viel gemütlicher ist, lege ich mich nochmal hin. Meistens lese ich da noch was. Im Moment stehe ich irgendwie voll auf Harry Potter. Ja Leute, ich weiß, ich bin sehr spät dran damit, aber ich kannte die Bücher einfach noch nicht. In meiner Klasse ist jetzt so ein richtiger Harry Potter Hype ausgebrochen und die Bücher haben jetzt auch so ein neues Cover bekommen. Langsam bekomme ich aber auch Hunger und ich höre schon die anderen unten in der Küche. Noch schnell mein Bett machen und dann mache ich mich erstmal auf den Weg ins Bad. Meine Klammer kann ich dann auch rausnehmen. Und ich gebe sie in so ein Reinigungsbad. Diese Tabletten kriegt ihr übrigens bei DM, falls es wieder welche wissen wollen. Die süße Tasse hier hat mir Anima aus dem Urlaub mitgebracht. Jupp, das war ein kleiner Fail, aber weiter geht's. Scheiße, ist hängen geblieben. Unten mache ich mir dann erstmal einen leckeren Kakao. Und jetzt extra Kakaopulver und top. Heute war nur noch Max da, um mit mir zu frühstücken. Und ich liebe diese Streusel aus Holland. Schwierig zu essen, wenn ihr dabei zuschaut. Hilfe! Lena, du bist auch dein zweites Frühstück, was? Ich will sagen. Ja? Doch mal. Ja, fein. Danach fülle ich dann noch das Wasser auf. Und flitze dann nach oben ins Bad, um zu duschen und mir endlich mal die Haare zu waschen. Im Moment benutze ich hier dieses Shampoo von Lavera, mein Lieblingsbilou,
und auch diese Haarkur hier von Alverde. Mein Gesicht reinige ich immer mit so einem Waschschaum, und zwar dem hier. Mach wieder deine Klamotten. Da Max jetzt auch noch duschen wollte, habe ich mich zum Haarecamp in mein Zimmer verkrümelt. Und falls ihr auch immer so Knüttel habt, probiert mal diese Haarmilch aus. Jetzt suche ich mir was zum Anziehen raus, das kann bei mir schon mal etwas länger dauern. Heute habe ich mir meinen blauen Pulli von Hollister angezogen und dazu meine bequeme Leggings von Abercrombie. Während die Haare da in der Luft trocknen, mache ich dann schon mal meinen Kuhmann für heute. Und schau, was ich noch so an Hausaufgaben aufhabe. Ich will mal direkt alles erledigt haben am Wochenende. Hier seht ihr, was wir gerade in Mathe machen, nämlich Flächen berechnen. So, geschafft. Jetzt nur schnell den Ranzen packen und dann ist das Thema Schule auch schon fürs Wochenende abgehakt. Jetzt muss ich erstmal eine Runde raus aufs Trampolin bei diesem schönen Wetter. Ja, das kurze Shirt war etwas ungünstig für heute. Jetzt drehe ich noch schnell eine Ansage für das nächste Video und baue schon mal hier das Setting auf. Ansage ist im Kasten und jetzt fahren wir ein bisschen in die Stadt zum Shoppen. Wer versucht auch immer in seine Schuhe reinzukommen, ohne die Schleife aufzumachen? Meine erste Station ist immer der Claire's. Da schaue ich gerne nach Ohrringen, Accessoires für die Haare oder auch nach Fake-Brillen. Zum Schluss war ich noch im Hema und habe richtig viel gekauft. Das ist nämlich mein absoluter Lieblingsladen. Danach haben wir noch im Restaurant unser Abendessen abgeholt und mein Vater wartete schon ganz lange auf mich. Sorry, Dad! Yummy! Danach mache ich es mir in meinem Zimmer gemütlich und gehe noch etwas an mein Handy. Schau so, was ihr mir auf Instagram schreibt oder gucke die Stories von anderen. Jetzt ziehe ich mir schon mal meinen Schlafanzug an, weil wir gleich noch was zusammen im Fernsehen schauen wollen.
Sehen die sich dann auch schon an Ort und Stelle. Und die muss natürlich erstmal ganz dick geknuddelt werden. Da ich mir heute meinen Fuß irgendwie vertreten habe, liegt hier jetzt ein Kühlpack auf meinem Knöchel. Also nicht wundern, Leute. Wir gucken jetzt noch was DSDS und wer von euch knetet auch immer so sein Eis. Irgendwann bin ich dann aber zu müde und sage Lindy noch gute Nacht. Oh, ja, check. Thank you, Murphy. Gehe nach oben ins Bad zum Zähneputzen und zum Waschen. Meine ganze Skincare-Abendroutine verlinke ich euch auch nochmal hier oben auf dem i. So, jetzt aber ab ins Bett, ich bin schon todmüde. Und freue mich endlich schlafen gehen zu können. Ich hoffe, euch hat meine ganze Tagroutine gefallen. Dann macht jetzt mal das Video auf Pause und drückt noch ganz schnell auf das Däumchen nach oben. Gute Nacht, Leute. Also, falls ihr das Video jetzt am Abend guckt. Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch eine Abendroutine machen wollt, nee. So, Leute, das war's mit meiner 24-Stunden-Video-Routine. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch eine Abendroutine von mir sehen wollt, lasst mir unbedingt einen dicken Daumen nach oben da. Dann kann ich das natürlich auch mal machen. Und dann würde ich auch schon sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.